Guten Morgen, meine Lieben. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Es ist jetzt der 1.1.2020 und es ist jetzt 9, kurz nach 9. Ich habe mich gerade rangesetzt und bearbeite schon mal das Video von gestern für euch. Da drüben sitzt mein Arbeitskollege. Also das Adrian, er bearbeitet schon seit keine Ahnung wann das Video von TipTapTube und er schläft noch. Max und Christi wurden gestern nach Hause, ich höre mich gerade selber so schlecht, sind nach Hause gefahren worden von Adrian, also rüber ins Haus gefahren worden und ich habe nochmal hier alles aufgeräumt. Allerdings die ganze Weihnachtsdeko, klar, steht noch, die würde ich ganz gerne heute einmal schon mal wegräumen. Und ja, wir haben gestern eigentlich fast, glaube ich, den ganzen Abend draußen verbracht und haben geböllert, sogar ich. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber diese kubischen Kanonenschläge, die waren so cool. Die hat Max in Slow Motion aufgenommen und die sehen richtig mega aus. Also fand ich total cool. So, also ich schneide jetzt einmal das Video. Es ist hier alles picobello. Ich habe gestern sogar in der Küche gefeudelt, in die Treppe gefeudelt. Und draußen haben wir das Gröbste eingesammelt. Wir durften bei unserem netten Nachbarn diese ausgebrannten Batterien noch mal kurz an die Seite legen, bis ich das eben zur Deponie fahre oder wir das zur Deponie fahren. Einiges habe ich in die Tonne reingekriegt, aber die ist natürlich voll. Und ja, alles soweit ordentlich. Allerdings müssen wir ja nur noch mit der Airshow oder so ein paar Sachen aufsammeln gehen, die wir gestern verknallt haben. Es liegt einiges noch mal auch, glaube ich, auf dem Garagenhof und einiges aber auch noch so ein bisschen an der Straße. Mal gucken, dass wir das Gröbste mal einsammeln. Also die großen Batterien sind alle weg, aber so die Kleinigkeiten. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Alle gesund und munter. Und ich hatte schon hier heute Morgen mit meiner Mutter, die ist auch schon auf, die muss heute arbeiten, geschrieben und gerade eben nochmal einen Insta-Post für mich gemacht. Genau, vielen Dank nochmal an euch alle, die uns alle frohes neues Jahr gewünscht haben. Ihr habt alle so cool geschrieben. Genau, also ich schneide jetzt einmal das Video. Ich weiß nicht, wie weit Adrian ist, aber ich glaube, es dauert lange, weil TipTapTube-Video ist eher nicht lang. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens beim Frühstück wieder. Ihr Lieben, es ist 10:30 und das Video ist jetzt durch. Das ist jetzt fertig, Mixdown läuft. Ganze 50 Minuten. Das Video ist allerdings auch 28 Minuten lang geworden. Etwas über 30 war das ja. Ich habe ein bisschen geschnitten, ja. Aber ich konnte auch nicht alles rausschneiden irgendwie. Also, oder vieles rausschneiden. Irgendwie ging es nicht anders. So. Also, ich gehe mal ganz kurz den Tisch decken. Er schläft noch. Max hat geschrieben, dem geht es einigermaßen gut, weil er hatte gestern das Gefühl, dass er abends Fieber nicht bekam, aber er sagte, er fühlte sich irgendwie warm. Christi ist ja erkältet immer noch nach wie vor. Sie lag gestern hier fast den ganzen Abend auf der Couch, weil sie sich auch nicht gut gefühlt hat, mit Halsschmerzen und Husten und so. Und genau, und dann hat Christi aber noch die Halsschmerzen da. So, aber Max geht's soweit gut, hat er gesagt. Ja, also, ich gehe jetzt einmal kurz Frühstück machen. Sehen wir uns später wieder. Und schon ist der Tisch gedeckt einigermaßen. Also er schläft noch. Da werde ich, glaube ich, noch nichts rausholen für ihn. Und für uns gibt es dann ganz normal Quark. Hat Adrian schon gestern angerührt. Weintrauben, Apfel. Und für mich habe ich jetzt hier Quark, Haferflocken, Mandarinen und Apfel drin. Und Cashewkerne, genau. Und dann gibt es noch mal einen Pfefferminztee dazu. Und da gehen wir jetzt mal gucken, was Ash macht. Ob er schon wach ist oder nicht. Er hatte schon seit Tagen Schlafentzug. So, Ash ist wach. Es ist 10:30 und er liegt hier total verschlafen. Er hat eben erstmal so getan, als ob er schläft. Oder hast du wirklich geschlafen? Schlafmützchen. Frühstücken? Wir wollen noch fegen gehen gleich. Wir hatten gestern Spaß, also müssen wir auch alles wieder wegkommen. Du musst mir helfen, leider. Ich bin aber nicht aufgewacht. Wenn du aufgewacht bist, gute Nacht. Also, wir wollen gleich erstmal frühstücken. Also, Ash will noch ein bisschen weiter schlafen, liegen bleiben. Und wir frühstücken erstmal. So, ich habe hier schon mal angefangen, so ein bisschen was abzuräumen. Und zwar habe ich alles hier so hingestapelt erstmal. Dann
Dies ist alles hier. Also die Wichtel kommen weg, das ist hier alles weg. Ich habe schon mal die Lokomotive da reingelegt, einen Karton. Und jetzt will ich einfach mal das hier alles abschmücken. Und auch den kleinen Tannenbaum. Also jedenfalls kommen jetzt die ganzen Schnickschnack-Dinger hier weg. Ihr Lieben, so sieht das aus. Ich habe schon mal ein paar Kartons gepackt. Allerdings packe ich aber auch schon mal die andere Deko rein ein. Also nicht nur jetzt die Weihnachtsdeko, sondern auch alles, was einfach so weg kann. So, da oben habe ich jetzt mal erstmal nur so ganz kurz hingestellt, die paar Bilder. Und wie gesagt, genau, hier ist alles relativ leer. Und schon leert sich das Ganze, weil Max nämlich diese ganzen Kartons wegschleppt. Es ist mittlerweile schon kurz vor drei, Leute. Und genau, Tannenbaum ist abgeschmückt, steht da, um einfach mal rausgeschmissen zu werden. Genau, und die ganzen Kisten bringt Ash, Quatsch, Max gerade ins Auto. Und schon ist das Wohnzimmer auch einigermaßen leer. Ich habe jetzt diese Ecke so ein bisschen verändert. Habe einfach, dadurch, dass jetzt Platz hier ist, habe ich einfach einen Kamin dahingestellt. Passt, ne? Genau. Guten Morgen, meine Hübschen. Leute, es ist jetzt 11 Uhr. Wir haben heute mit Adrian bis 8:30 geschlafen. Also ich bin heute nicht um 6 oder 7 aufgewacht. Und ja, also ich habe gestern gar nicht mehr aufgenommen. Wir waren gestern noch einmal im Haus, nachdem diese ganze Deko hier eingeräumt war. War Max so lieb und Ash aber auch. Die haben mir alles ins Auto geschleppt. Ich habe bei der Gelegenheit auch alles andere an Deko weggeräumt. Dementsprechend sieht es wirklich, ich habe es euch gestern schon gezeigt, ein bisschen leerer aus, aber wisst ihr was, ich hatte auch gerade mit meiner Schwester geschrieben und ihr ein paar Fotos geschickt und die sagte, das findet sie viel besser, wenn es ein bisschen ausgedünnter ist, also wenn es nicht zu voll ist. Und das werde ich dann beibehalten. Also, im neuen Haus wird nicht mehr allzu viel Deko hingestellt. Ich habe auch jetzt gemerkt, als das alles hier jetzt so langsam weg ist, kriegt man hier mehr Luft. Das ist irre, ne? Ich habe auch gestern die ganzen Bilder von da oben abgenommen. Das ist wirklich, also es, guckt mal, das ist jetzt hier alles leer. Die Blümchen stehen hier noch, das Fenster. Ich habe jetzt das ganze Gedünster unten abgenommen. So, alles leer. Und guckt mal da oben, die Wand ist leer. Die habe ich heute Morgen übrigens gestrichen. Und hier ist halt eben auch alles soweit leer. Und ich finde es auch ganz gut. Ehrlich gesagt, das hätte ich jetzt so gar nicht möglich gehalten, aber es ist natürlich immer so, man sieht irgendwas an Deko, habe ich schon zu meiner Schwester gesagt, man sieht irgendwas an Deko und findet das ganz cool. Ich habe das Gefühl, dass ich verschmiert bin irgendwie. Und nimmt das mal mit und stellt es dann wieder hin. So. Und dann nach und nach kommt halt immer mehr Deko und was sie mir gesagt hat, die sagt, lieber ab und zu mal tauschen. Gute Idee, ne? Im Grunde so wie Weihnachtsdeko, dass es sich ein Jahr vielleicht rosane Kugel, die anderen das andere Jahr halt rote oder wie auch immer. Also einfach ein bisschen auch mal wegräumen, weil es ist einfach, ja, einfach auch zum Staubwischen. Habe ich jetzt auch gemerkt, gestern habe ich einfach so, der war ich schon überall fertig. Sonst muss man immer alles hochheben, diese ganzen Gegenstände auch dann entstauben und ja, also es wird so beibehalten und gerade eben, ich warte noch eigentlich auf Adrian, weil wir frühstücken wollen. Mein Toast ist schon im Toaster und ich hatte jetzt von gestern die Kommentare durchgecheckt und ich muss jetzt wieder mal was ganz Besonderes hier mal loswerden und zwar an Kerstin Streich. Kerstin, das ist irre immer, was du schreibst und ich würde ganz gerne mal einen Kommentar von ihr vorlesen. Ja, also, sie schreibt mir, liebe Marie, verfolge, wie du es schon weißt, deinen Kanal und deine Familie schon sehr lange, also ziemlich von Anfang an. Hab dich sehr lieb gewonnen. Du bist einfach immer so natürlich und eine tolle Frau. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Möchte mich auch dieses Jahr für deine tolle Unterhaltung bedanken. Ich wünsche dir und deiner Familie vor allem Gesundheit und dass dieses Jahr alles gut läuft für euch. Gönne euch vom Herzen euer neues Haus und was ihr schon alles erreicht habt. Du bist klasse. Lieben Dank, Kerstin Streich. Vielen, vielen Dank. Also da kommen manchmal echt sogar die Tränen, weil ich immer denke, so Mensch, das ist echt lieb, dass einige so, ja, ich kriege ja gar nicht so mit, wer uns alles so guckt und es kommentieren auch nicht so viele und manchmal, oder nicht so viele, es kommentieren ja nicht alle, die mich jetzt hier angucken, so. Und immer wenn so diese besonderen Kommentare kommen von erwachsenen Leuten, die halt eben was Nettes schreiben und irgendwie, ja, rührt mich das sehr, also ehrlich. Ja, meine Schwester hat wieder was geschrieben. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr seid alle so klasse und schreibt das immer so toll. Was habe ich denn hier noch? Ja, ja.
Genau. Also mit meiner Schwester schreibe ich schon wieder den ganzen Morgen jetzt hier. Also, wir wollen jetzt gleich frühstücken. Heute steht einiges auf dem Programm. Die waren ja gestern, wie gesagt, im Haus, haben alles rübergebracht. Dann, oh Leute, haben wir den ganzen Garagenhof und die Straße sauber gemacht von diesen Geböllern am Abend davor. Ah, Hilfe. Das war echt, aber es haben alle mitgeholfen. Also Adrian, Ash und Max und ich haben alles gefegt, gesammelt. Es ist alles weg. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie gucken, dass ich es entsorge. Entweder jetzt, wenn die normale Müllabfuhr kommt, dass man halt eben so in die Mülltonnen reinschmeißt, wobei meine schon voll sind. Warum wohl, ne? Und oder zur Deponie nochmal irgendwie fahren, muss ich mal gucken, wie wir das machen. Sonst lagere ich das bis dann. Also netterweise hat mir ein Nachbar da aus dem zweiten Haus erlaubt, das bei ihm in die Garage kurz reinzustellen. Das werde ich aber trotzdem heute nochmal rausholen und einmal in die Müllsäcke rein. Und irgendwie sehen meine Haare heute so blöd aus, ne? Ich habe die wieder hier so mit einem Dutt gemacht. Und genau, gucken wir mal, ob wir das zur Deponie fahren oder nicht. So, im Haus haben wir gestern mit Max weitergemacht. Adrian hat Esszimmer weitergemacht. Die haben hier die Lampe abgebaut von der Decke und da angebracht. Und genau, dann hatte ich mit Max unten diese fehlenden Ecken tapeziert. Den Sturz tapeziert, da hatten wir echt so ein bisschen Bammel vor diesem Sturz, weil ich gedacht habe, scheiße, wie macht man das? Gerade so, weil da eben die Lämpchen immer dazwischen waren. Haben wir gut hingekriegt. Max hat das total perfekt ausgemessen, so dass ich das wirklich auch gut kleben konnte. Mit den Löchern, da haben wir halt eben nur die Schnitte gemacht, dass man die Lampe durchschieben konnte mit dem Kabel und dann ist gut. So haben wir wirklich super hingekriegt und Max ist eine unheimliche Hilfe. Wirklich, also man merkt schon, wenn die Kinder älter werden, dass sie dann auch wirklich auch gut helfen können. Das ist echt irre. Normalerweise hängt alles so an uns. Keiner hat irgendwie uns helfen können, nichts mitmachen können, so ein bisschen klar tragen oder so, ne? Aber solche Sachen wie beim Tapezieren helfen war echt eine Riesenerleichterung für mich und für Adrian auch. So, also heute ist auf dem Plan, dass wir einmal auch zu Bauhaus fahren, weil Adrian ganz gerne diesen Boden dann doch nochmal ein paar Stellen abschleifen möchte, weil er sagt, das sind so Huppel jetzt. Und er hat Angst, wenn wir Vinyl verlegen jetzt irgendwann mal, dass das dann doch, nicht so gut funktionieren wird. Dass man doch sich ärgert, dass man diesen Huppel nicht weggemacht hat. Jedenfalls wollte er nochmal gerne zu Bauhaus und nochmal diese Maschine ausleihen, zum dritten Mal schon. Und schauen wir mal. So, Ash ist tatsächlich sogar gestern bei Max geblieben. Chrissy ist ja nicht da, die ist verreist. Und Ash hat gefragt, ob er bei Max schlafen darf. Das war hin und her. Max hat das natürlich ein bisschen Bedenken. Er sagt, oh mein Gott, alleine mit ihm so. Aber es hat alles gut funktioniert. Wir haben gesagt, wenn irgendwie was nicht funktionieren sollte, wenn er jetzt nicht hören sollte, einfach anrufen, dann holen wir ihn ab. So, und Adrian sagt dann ja schon, ja, wenn er zu frech ist, dann schickst du ihn in sein Zimmer nach unten, ne? Dann kann er da dann halt eben schlafen. Und hat aber alles funktioniert. Die haben sogar gefrühstückt, wir haben es heute geschrieben. Und wie gesagt, wir schauen mal weiter. Also es ist jetzt schon nach 11. Ja, ich habe heute übrigens hier gestrichen, die Wände da gestrichen, im Keller eine Wand gestrichen. Und aber ich muss oben noch einmal echt ein bisschen ausbessern, weil irgendwie ist es ein bisschen fleckig geworden. Also ich hatte zwar mit einer Rolle gemacht das Ganze und das Licht, also heute ist das Wetter auch nicht so, guck mal, es ist alles grau und dementsprechend konnte ich gar nicht so gut das Ganze sehen. Ich habe zwar auch Licht angemacht, aber irgendwie muss ich da nochmal ran, im oberen Bereich. Da ist es nicht so optimal, also man sieht die Streifen, das ist scheiße. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich habe auch schon Insta gemacht. Genau, ein Video kommt heute online bei mir. Adrian hat zum Glück wieder das TikTok-Video bearbeitet, da läuft jetzt der Mixdown, läuft aber über 2 Stunden, weil das Video an sich sehr, sehr lang ist. Rede ich jetzt schon 7 Minuten am Stück? 8 gleich? Oh mein Gott, Leute. Also ich höre jetzt einmal kurz auf zu schnacken. Wir wollen jetzt einmal frühstücken und dann sehen wir uns später wieder. Ihr Lieben, es ist mittlerweile 12 Uhr und eigentlich wollten wir zu Bauhaus, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Dann haben wir dann doch beschlossen, Ash Zimmer auszuräumen. Guck mal, was Adrian gemacht hat. Was habe ich gemacht? Er hat gesagt, wir nehmen jetzt auch ein paar Sachen von Ash mit. Eigentlich wollten wir nur diesen Schrank hier mitnehmen, aber dann ist irgendwie so dabei alles entstanden, dass wir dann doch mehr Sachen von ihm mitnehmen. Ja, weil er auch sein Zimmer schon... Weil er sein Zimmer eigentlich seit gestern schon einrichtet, habe ich schon erzählt, er macht es, hat es gestern sauber gemacht und die haben die Lampe angebracht und so. Und also das Zimmer leert sich jetzt bei Ash. Das heißt, wir bringen das jetzt ins Auto und hoffen, dass der Schreibtisch
quasi jetzt so im Ganzen ins Auto passt, weil wir hier kein Werkzeug haben, um das auseinanderzuschrauben. Also wir ziehen uns jetzt mal an und gehen raus. So Leute, der Schreibtisch ist drin. Hier ist die frisch gewaschene Wäsche von Max. Ja, passt. Gut, Rest kann alles rein. Guck mal. Also wir haben es alles reingekriegt. So, Klappe zu und los geht's. Und schon haben wir echt Sachen alle ausgeladen. Das Zimmer ist jetzt hier gut gefüllt schon, ne? Und Ash fahre ich jetzt einmal zum Freund, weil sie ins Trampoline wollen. Tschüss, ja. Hier ist kein Anschnaller. Der Anschnaller ist verschwunden zwischen den Sitzen da irgendwo. Wir mussten die Sitze ja komplett rausnehmen, aber wir haben alles gut reingekriegt und vor allem alles wieder gut rausbekommen. Jetzt geht's los. Also ist Ash jetzt quasi... Oh nee, komm! Ich hab zwei Stühle vertraut. Egal. Echt? Ja. Okay. Oh, nee, warte. Also ist quasi Ash ist auch rausgezogen. Ja, ich muss zum Freund. Nee, rausgezogen. Und schon bin ich im Haus. Ich habe jetzt Max, Ash rausgelassen beim Kumpel. Die fahren ja wieder ins Trampolino und ich bin gerade reingekommen und ich war so erschrocken, so positiv überrascht von den Männern hier. Die haben, guck mal, die haben hier alles rausgeschleppt an irgendwelchen Sachen, die jetzt hier so stehen. Die können dann nachher in die Garage, das ist der Hammer, ne? Die haben alles rausgetragen. Die haben das richtig toll gemacht. Wir können einziehen, guck mal, der Fußboden liegt auch schon. Die haben hier geguckt, ob das geht oder nicht. Mit diesem Fußboden und so wie es aussieht, passt es ganz gut. Das ist Probe-Fußboden von Max, ne? Ja. Ja, genau. Und so guckt auch mal ein Perser oben merkt oder so. Ja, genau. Das ist nicht endgültig. Ich will die übrigens wieder haben, ne? Ja, also wir wollen sie so eine andere Farbe haben, nicht grau. So, jedenfalls, guckt mal, Leute, wir haben gestern hier alles tapeziert mit Max zusammen. Das habe ich vorhin schon erzählt, ne? Er hat es perfekt alles geschnitten und alles ordentlich gemacht. So. Tapete ist überall dran, das heißt, heute ist nur noch einmal streichen gleich angesagt. Hier habe ich schon mal was parat gelegt und wir könnten vielleicht sogar das hier, diese Abteilung hier einmal auflösen und einmal den Tisch einfach mal raustragen. So, guck mal, die Fenster sind auch beschmiert. Die hat Ash gestern hier mit, könnt ihr das sehen, mit Staub, ja, Gesichter gemacht. So, jedenfalls legen wir hier mal los. Und Schnucki hat echt gefeudelt, das gibt's nicht, ne? Hat alles sauber gemacht. Der ist irgendwo im Bad. So ihr Lieben, der Tisch ist schon mal draußen. Der ist schon mal weg, stört hier nicht. Und hier ist alles relativ gut frei. Also, und hier müssen wir noch einmal ganz kurz einen Streifen für Max für oben etwas anstreichen, also beziehungsweise ankleistern. Und dann kann der Tisch auch schon mal verschwinden. So, Max hat jetzt angefangen, die Steckdosen frei zu schneiden. Das machst du ja perfekt. So, die hat er auch schon frei geschnitten. Und genau, die auch schon. Cool. Wer gibt's hier reingeworfen? Ja, Papa bestimmt. So, und ich fange jetzt schon mal an, hier einmal zu streichen. Ich habe mir schon so meine Rolle geholt. Und zwischendurch habe ich jetzt bei Max noch einmal im Büro diese komische Ecke vergipst. Genau. Achso, und Adam ist gerade kurz rüber, vor einer halben Stunde ungefähr, ins andere Haus, um da das Video für TipTap hochzuladen, weil der Mixdown fertig ist. Das heißt. Fußboden, ja, weiß nicht. Jedenfalls. Lädt er das Video hoch und wir arbeiten hier ein bisschen weiter. Und Ash hat Spaß. Juhu. Und sein Zimmer kann er selber nachher einräumen. Zeig mal ganz kurz, wir haben alles abgestellt. Und... Hat hier irgendjemand irgendwas gemacht? Nö. Guck mal, wurde einfach so alles abgestellt. Tada, das ist so unscharf. Jetzt. Genau, alles was wir heute so mitgenommen haben, ist jetzt hier. So. Und es geht einmal los für mich. Zum Streichen. Juhu. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich dachte eigentlich, vielleicht werden wir fertig heute mit Streichen. Das wäre mal cool, ne? Ja, okay. Du streichst dann mit mir mit, ne? Ja. Okay, los geht's. Also ich habe hier schon mal angefangen, die Ecke zu machen. Guck mal, wie hell das nachher ist. Geil, ne? Krass, ne? Ist echt geil. Ich mache erst so den Rand ein Stückchen und dann, die Decke. Wie macht das denn jetzt? Muss ich komplett dann... Jetzt die Reihe gehen. Ja. So ihr Lieben, soweit sind wir schon. Wir haben mit Max jetzt alles gestrichen. Also die Wände sind alle weiß, die Decke auch. Und sind gerade dabei in der Küche. Max streicht das Fenster. Beziehungsweise diese Laibung hat er gemacht, vorher abgeklebt hier. Und Essen wurde geliefert, genau. Und da bin ich gerade dabei. Essen, wo ist Essen? Hunger. Okay, also wir
essen jetzt erstmal. Guck mal, wie ich aussehe. Ich bin total voller Farbe jetzt. Für mich gibt es leckere Nudeln mit Brokkoli, Sahnesoße und Schinken, also Kochschinken. Salami-Pizza, ich habe so unglaublich Hunger. Ich auch. Ich konnte ein halbes Schwein jetzt. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Ich auch nicht. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, wie lange haben wir gebraucht? Gleich. Fünf? Fünf ist gleich. Seit wann streichen wir? Wir streichen hier heute den ganzen Tag gefühlt. Ich war jetzt schon ewig hier. Lange. Also, warte mal, Ash, ich war um eins wieder hier. Oh, 4 Stunden. Ah! Leute, Adrian kommt jetzt. Ich sehe schon Max Kamera, immer um die Ecke. Der schleppt Säcke an. Seht ihr das? Hat er Sachen mit? Autos voll, oder? So, jetzt ist echt hier, ne? Er hat keine Klamotten mehr zu Hause, nichts mehr? Seht ihr ihn da? Er kommt im Spiegel. Und geht wieder raus. Aber das Essen ist super lecker. So, wir liegen hier echt, aber das ist doof. Wir liegen hier in den letzten Zügen. Adrian ist gerade hinter der Kamera. Hi. Oh, wolltest du mich anmalen mit dem Ding? Warte. Verschlusst. Max, du musst da nochmal schreiben. Oder ist es nur von dem Gelb, so von dem Band? Weiß ich nicht. Was das spiegelt.
Schon sind wir jetzt hier fertig. Ich sehe aus wie ein Schweinchen. Also, es ist alles fertig geworden. Wir haben heute tatsächlich alles gestrichen bekommen. Die Kinder bleiben oben, beziehungsweise Max ist oben und Ash ist beim Freund. Guten Morgen, ihr Lieben. Schon ist es der nächste Tag und wisst ihr was? Gestern war der Akku leer. Und ich habe nachher auch gar nichts mehr aufgenommen, weil wir nämlich nach Hause gefahren sind und völlig platt hier auf der Couch gelegen haben, weil wir echt nicht mehr konnten. Also, ich würde sagen, jetzt beende ich mal dieses Video endlich mal. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.